Och nein, hab ich keine Lust auf den heutigen Tag. Wir müssen nämlich mal als Babysitter auf dieses Baby aufpassen. Guck mich nicht so an, Kleiner. Naja, so schlimm wird's hoffentlich nicht werden. Und was guckst du mich so an? Ich bin ein Babysitter. Hallo, ich bin Babysitter. Verstehst du mich überhaupt? Komm erstmal mit, Kleiner. Ha, wir müssen dich erstmal füttern. Yeah, let's go. Wir werden heute mal einen Tag lang auf dich aufpassen. Und du sitzt jetzt hier und, ach, der fängt jetzt schon an zu weinen, ey. Das wird auf jeden Fall ein lustiger Tag. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute zusammen Baby in Yellow, wo wir auf diesen kleinen Piepmatz hier aufpassen müssen. Ja, genau dich, kleiner Mann. Und wir müssen ihn als erstes füttern. So, wo haben wir denn die Küche am Start, Freunde? Alles klar, wir schauen mal in den Kühlschrank nach und aha, da haben wir doch so eine kleine Babyflasche. Hey, kleines Baby, put, 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 braves Baby. Und hier, trink. Yeah, ha, das hat die gefreut. Alter, hast du dir gerade in die Hose gemacht, verdammt nochmal. Ach, komm mit. Das stinkt ja total, ey. Junge, Wickeltisch, ist hier der Wickeltisch? Und wow, oh, oh Gott, sorry, sorry. Wollte ich nicht, du bist mir ausgerutscht. Lol. Da, wo ist der Wickeltisch, Freunde? Vielleicht hier auf dem Ofen? Ein Wickeltisch? Nee, ich glaube, Alter, okay, der macht sich immer mehr in die Hose. Und wow, Alter, sorry, sorry. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh Gott, das kann ja was werden. Ah, da drüben, Freunde, da haben wir den Wickeltisch. Hier. Let's go. Oh mein Gott. Und eine neue Windel. Ja, natürlich, kleiner Mann. Schön die Pampers wechseln. Hallo? Wo bist du hin? Und hä? Was machst du da? Ich habe dich doch gerade dahin gebracht zum Wickeln. Und der läuft einfach weg hier. Kriegst du deine neuen Windel. Und jetzt heißt es Schlafenszeit. Freust du dich? Yeah. Woo, woo, woo. Let's go. Ab geht es zum Schlafen, ey. Ab geht es. So, wo haben wir denn dein Zimmer? Oh, sorry. Ich muss dich einmal loslassen. Okay, hier ist gesperrt. Ich hole dich gleich ab. Alles gut. Let's go. Und, oh, ich glaube, das ist kein Kinderzimmer. Das ist die Abstellkammer hier, Freunde. Aha. Hier haben wir dein kleines Zimmer und ich würde sagen, los, gute Nacht, kleines Baby. Es ist Schlafenszeit und, ach, wir müssen ihm anscheinend noch ein Buch vorlesen oder irgendwie sowas. Aha, da ist es doch. Alles klar, Kleiner, ich lese dir heute ein Buch vor. Der Prinz und, oh, und die Katze. So, dann setzen wir uns hin und ich lese das Ganze vor. Der Prinz und die Katze, hör mir jetzt ganz genau zu. Das ist eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein Prinz. Boah. Alter, wer redet da? Alles klar, es war mal ein Prinz und eine Katze. Ja, das war eigentlich noch nicht der Witz, aber vielen Dank, dass es lustig bist. Eines Tages ging der Prinz und die Katze raus und die Katze ist verloren gegangen. Ende. Fertig. Das war's mit der... Oh, Geschichte und er schläft. Er ist wirklich eingeschlafen, Freunde. Schlaf, kleiner Mann. Schlaf, kleiner Mann. Endlich Ruhe, Freunde. Das war jetzt unser erster Tag hier. Huh? Was ist das denn hier, Freunde? Hier sind... Huh? Pfoten oder irgendwie sowas. Oh, wir brauchen einen Schlüssel oder irgendwie sowas dafür. Gibt es... Oh, wow, wir haben einen Schlüssel gefunden, Freunde. Let's go. Ist das ein... Oh, wir haben ein Secret freigeschaltet. Let's go. Was wird sich da oben wohl befinden? Und... Oh, hallo? Was geht denn hier ab? Und wo sind wir hier, Freunde? Was ist das hier für ein Ort? Und oh, wir schauen genauer hin. Langsam. Oh, wird es gruselig. Und das sind Katzenpfoten, Freunde. Und da drüben ist sie. Das ist irgendeine Katze, Freunde. Schaut euch das Ganze mal an. Hallo? Miau, miau. Verstehst du meine Sprache? Was geht denn... Oh, bei dem Abitur? Die schwarze Katze nähert sich und sie ist einfach verschwunden. Alles klar. Können wir hier runtergehen und... Oh, was war das? März 2023 wird sie kommen. Was ist das hier für ein gruseliger Dachboden? Ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Naja, dann lass es mal hier wieder sofort nach unten gehen. Nämlich, Freunde, das Baby ist schön am Schlafen und wir müssen jetzt auf seine Eltern warten. Und in der Zeit würde ich sagen, ach, ich entspanne mich mal nach dem stressigen Tag als Babysitter. Wir ruhen uns erstmal hier ein wenig aus und ach, ein bisschen Fernsehen gucken. Och, nee, ne? Nicht schon wieder. Was ist denn jetzt los? Ich komme ja schon. Oh Gott, muss ich vielleicht irgendwas zum Essen bringen? Was ist, hier, Salami ist sein Lieblingsessen. Ja, Kleiner, ich komme gleich. Vielleicht hat er Hunger oder irgendwie sowas. Ist ja in Ordnung, kleiner Mann. Ich bin hier. Hä? Wo ist er hin, Freunde? Hallo? Wo ist er hin? Er ist wieder verschwunden oder irgendwie sowas. Hallo? Bist du in der Abstellkammer? Hier ist gesperrt. Bist du hier irgendwo drin? Bist du oben? Hä? Wo ist er hin, Freunde?
Wo ist das Baby hin? Hä? Hier unten bist du ja. Hier, Salami und... Klatsch. Voll in sein Gesicht geworfen. Sorry, kleiner Mann. Komm mit. Ab ins Bett. Es ist Schlafens... hast du in die Hose gemacht. Es ist Schlafenszeit. Deine Eltern kommen gleich. Die kommen schon bald. Alles gut. Schlaf ein. Schlaf ein. Ein Kuscheltier hier. Kriegst einen Hasen oder irgendwie sowas. Hier, bitteschön. Hey, ist ja in Ordnung. Eine Katze? Vielleicht hier? Und yeah. Alles klar. Gute Nacht, kleiner Mann. Wenn was ist, ruf mich bitte nie wieder. Alles klar, Freunde. Ach, jetzt müssen wir uns aber mal ausruhen. Alles klar, Freunde. Ach, die Salami liegt hier rum. Meine Güte. Ach, die kann man doch essen. Die kommt einfach in den Kühlschrank wieder rein. So, let's go. Dann lasst uns hinsetzen sofort. Ab geht es auf das Sofa. Chillen wir uns jetzt hier hin. Und jetzt... erstmal entspannen, Freunde. Und oh, Nacht 2. Alles klar, Freunde. Es geht sofort weiter. Und hallöchen. Guten Morgen, kleines Baby. Oh, ich glaube... ah, da bist du ja, kleiner Mann. Na, alles klar? Da ist dein Papa. Ja, braves Baby. Was guckst du mich so an? Alles klar. Ich würde den immer so wegwerfen. Okay, ich würde sagen, Frühstückszeit, kleiner Mann. Wir holen hier... hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Wo ist die Babyflasche hin? Und, hä? Hallo? Wir sind eingesperrt. Hey! Was ist denn jetzt los? Wo ist die Flasche hin, Freunde? Hä? Wo ist die Babyflasche? Wir müssen sie irgendwie bringen. Sie war doch gerade im Kühlschrank drin, oder nicht? Oder, hä? Wir machen den Kühlschrank zu. Hallo? Hört mich irgendwer? Was ist das denn hier? Und was war das? Eine Seele, die vom Baby im Gelb gefangen worden war. Ist wieder frei. Alles klar. Hey, holt mich hier raus. Verdammt doch mal. Hey, irgendwer. Wie sind sie eingesperrt? Wir kommen hier nicht mehr raus. Ah, da unten ist sie. Alles klar. Da haben wir die Flasche und... aha, jetzt ist die Tür wieder offen. Alles klar. Hey, kleiner Mann, da bist du ja schon hier. Deine... oh, Babymilch. Oh, sorry, tut mir leid. So, hier einmal. Hier, ne, ey. Nimm jetzt die Milch. Hier. Yeah, let's go. Okay, er ist glücklich. Und natürlich hat er sich wieder in die Hose gemacht. Aber ich kenne das Ganze ja schon. Wir wickeln dich jetzt. Ey, komm mal mit, kleiner Mann. Ab geht es auf den Wickeltisch. Let's go. Dann holen wir hier deine... hä? Pampers? Und was ist denn jetzt los? Die Pampers ist lebendig. Hey, stehen geblieben. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott, was machst du? Wo ist denn? Da oben, hab dich, hä? Nein, er rennt uns weg, stehen geblieben, Pampers. Was ist das? Was geht jetzt ab, Freunde? Und hab ich dich. Und, jetzt reicht es mir mit dir. Das kann ja wohl nicht sein, ey, Freunde. Die Pampers rennt weg. Wir müssen nicht wickeln. Und hab ich dich. Und... ach Gott, das kommt davon, ey. Ja. Was dachtest du dir dabei? Und wieso bist du lebendig, verdammt nochmal? Okay, dann würde ich sagen, hey, kleines Baby, wir sind wieder da. Hier hast du deine Pampers. Let's go. Und jetzt heißt es aber wieder ab ins Bett mit dir. Hä? Was ist denn jetzt passiert, hä? Ich hatte dich doch gerade eben in der Hand gehabt. Alles gut bei dir, kleiner Mann? Geht's dir gut? Ja! Okay, er nickt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, komm mit. Ab geht es jetzt. Und Freunde, wir werfen jetzt einen Dreier, wie beim Basketball. Let's go! Und gute Nacht, Kleiner. Schlaf gut. Naja, okay. Ah, wir müssen uns wieder ein Buch aussuchen. Ah, Prinz und Kaninchen haben wir heute die Geschichte. Alles klar. Heute gibt es die Geschichte vom Prinz und Kaninchen. Es war einmal ein Prinz. Der hatte ein Kaninchen gehabt. Das Kaninchen ist weggerannt und... was? Die Geschichte gefällt dir nicht? Alles klar, da musst du ja nicht direkt das Buch aus der Hand schlagen. Okay, dann lass uns mal hier das nächste Kuscheltier holen. Hier, das Kaninchen! Hier, bitte, oder? Das möchtest du doch. Ja, ich weiß, was du magst. Okay, dann würde ich sagen, die Geschichte ist aber nicht zu Ende. Wir müssen natürlich jetzt hier weiterlesen. Das Kaninchen ist weggerannt und es wurde nie wieder gefunden. Und der Prinz, ja, wurde erledigt. Ende der Geschichte. Das war jetzt die Geschichte. Es hat funktioniert, Freunde. Es hat funktioniert. Und wir schließen wieder seine Tür, ey. Was ist denn da los? Und ich würde sagen, boah, der Tag war noch stressiger. Junge. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass Babysitten so anstrengend ist. Und wer klingelt an der Tür? Sind das die Eltern? Sind das die Eltern vom Kleinen? Hä? Was ist das denn jetzt, Freunde? Hä? Toasty 4000 oder irgendwie sowas? Alles klar, Freunde. Toasty 4000. Ein Toaster anscheinend. Let's go. Und, hä? Was war das? War hier gerade so ein Kuscheltier oder irgendwie sowas auf dem Boden? Was ist das, Freunde? Das war doch der Hase. Und schaut euch mal die Spuren an. Die gehen ja nach ganz oben. Hallo? Alles gut da drinnen?
Naja, alles klar, Freunde. Sehr, sehr merkwürdig. Aber ist auch egal. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall eine Auszeit verdient. Nach dem stressigen Tag setzen wir uns auf jeden Fall hin und... Ach, jetzt ungestört Fernseh gucke. Das tut... gut und let's go. Nacht Nummer 3. Es geht weiter. Let's go. Alles klar. Guten Morgen, mein kleines Lieblingsbaby. Und was holst du wieder die ganze Zeit rum, verdammt nochmal? Wo ist es denn eigentlich? Ist es jetzt hier drüben? Hallo? Kuckuck, wo bist du, kleiner Mann? Und ist es oben oder wie? Alles klar. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Und wo ist es denn, Freunde? Im Bett hier und... Hey, was gibt's, kleiner Mann? Hast du die Windel wieder gemacht? Komm mit. Beruhig dich. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen wieder die Tür und... Okay, lass uns mal ein bisschen etwas zu essen suchen. Ein Käsetoast, Freunde. Wir hatten noch diesen Toaster geholt. Genau, den Toaster. Dann würde ich sagen, so, wir machen ein bisschen Brot rein. Dann haben wir hier noch ein bisschen Cheese am Start. Lecker Käse, lecker Käsetoast. Und jetzt ab in den Toaster. Das sieht lecker. Oh! Was? Oh mein Gott. Was passiert hier? Was geht hier vor sich? Ich fütter dich ja schon. Gib mir ein Brot. Alter, was war das? Okay, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Hallo? Kleiner Mann? Gesperrt steht hier. Alles klar. Er ist nicht hier drin. Ist hier irgendwas? Alter, was geht denn hier bitte ab? Baby füttern, du Monster. Wo ist denn das Baby? Hey, kleiner Mann. Wo bist du? Hä? Ich kann es nirgendwo sehen. Und was ist das? Wo sind wir hier, Freunde? Oh Gott, es wird übertrieben. Gruselig. Hier, okay. Erstmal die Taste kaputt machen. Hallo? Kleines Baby? Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Was waren das für Geräusche? Hier? Ist hier irgendwas drin? Nee. Was ist das denn hier? Ein geheimer Gang. Alles klar, wir nehmen ein Ei mit. Ich bin bewaffnet. Ich habe ein Ei. Und oh, hier ist die Babyflasche. Hier ist die Babyflasche. Und was befindet sich hier? In dem Kühlschrank. Wir sind eingesperrt. Hallo? Wo sind wir? Wir sind im Kühlschrank eingesperrt jetzt, oder wie? Hilfe! Holt uns hier raus und... oh Gott, wo sind wir? Okay, wir sind anscheinend aus der Tür rausgekommen. Geschlossen. Für Wartung. Alles klar. Hallo? Können wir irgendeine Tür öffnen oder sowas? Vor allem von wo kommen wir? Alles ist hier wirklich komplett gesperrt. Okay, wir können hier wieder rein. Und was ist los mit dir? Du bist ein Monster. Du bist ein Horrorbaby. Hier, nimm deine Flasche. Ah, braves Baby. Alles klar, komm mal mit, kleiner Mann. Ab geht es zum Wickeltisch mit dir. Ich weiß nicht, was dir vor sich geht, aber irgendwas ist hier so plopp. Ganz, ganz, oh, merkwürdig. Nicht runterfallen, pass auf. Was macht ihr da? Okay, wir schnappen uns sofort die Windel hier und... Oh mein Gott, was war das? Alter, hab ich mich erschrocken. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott, das Baby ist böse. Du bist böse. Nein, nein, nein. Nein, nein, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Nein, das Notglas zerbrechen. Und oh Gott, was passiert hier? Alter, schnell, ab nach oben. Ab nach oben. Wo ist das Notglas? Wow. Alter, hier im Notfall zerbrechen. Und ein Schnuller. Wir haben einen Schnuller, Freunde. Das war das Notglas. Braves Baby. Wo bist du? Komm zu Papa. Da bist du. Und hier. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Baby ins Bett bringen und... Kleiner Mann, hallo? Lebst du noch? Und... Oh, er ist am Schlafen. Wir haben ihm dem Schnuller gegeben anscheinend. Okay, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier nach oben. Wir bringen ihn sofort... Oh mein Gott, ins Bett und... Was passiert hier? Was passiert mit diesem Baby und... Kleiner? Alles gut bei dir. Ich tu dir nichts und... Er hat ein Buch in der Hand. Der Prinz und das Schaf und... Oh, er ist reingeflogen. Er ist einfach reingeflogen. Alles klar, du kannst fliegen, also. Ich verstehe schon. Soll ich dir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Okay, Freunde. Wir beruhigen das Baby. Komm, ab ins Bett mit dir. Alles klar, wir brauchen das richtige Plüschtier. Das Schaf brauchen wir jetzt als nächstes. Und hier hast du das Schaf. Und wir lesen passend dazu die Geschichte vor. Der Prinz und das Schaf. Alles klar. Es war einmal ein Schaf. Das Schaf schlief. Dann kam der Prinz und der Prinz schlief auch. Und dann hat das Schaf den Prinz gefressen. Ende der Geschichte. Und Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Hä? Baby? Was geht hier ab?
Ich weiß gar nicht mehr. Was passiert, Jud? Oh mein Gott, nein. Was tust du mit mir? Was tust du mit mir? Oh Gott, Jud. Oh mein Gott. Was ist passiert? Und gute Nacht. Ich glaube, war es das jetzt? War es das hier mit unserem Tag, wo wir das gruselige Horrorbaby adoptiert haben? Ich glaube schon, oder? Das ist das Ende. Das ist das Ende. Flucht freigeschaltet. Alles klar, Freunde. Wir haben es jetzt wirklich mehr oder weniger geschafft. Was war das bitte für ein verrücktes Ende, Freunde? Von das Baby in Gelb. Kleiner Mann, ich passe nie wieder auf dich auf. Hast du gehört? Friss Banane oder irgendwas, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Geh bloß weg von mir. Eieiei. Das war wirklich total gruselig. Jetzt nichts wie raus hier. Das... Ich werde nie wieder ein Babysitten. Tschüss, hau rein. Oh Gott, schnell weg hier. Notausgang, oh ja, da müssen wir hin. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.